Ich bin Daniel Hopkins, bin bei der Athos in Frankfurt im Beratungsgeschäft, IT-Beratungsgeschäft. Wir sind in einem Bereich, der heißt Digital Innovation, und wir führen für Kunden unter anderem Design Sprints durch, erstellen Prototypen, MVPs und so weiter. Wir setzen die Design Sprint Methodik schon eine Weile ein, seit Anfang letzten Jahres ungefähr für Kunden, haben die ein Stück weiterentwickelt und haben sie auch angepasst und abgewandelt. Benno ist eben ein bisschen darauf eingegangen, dass man die auch customizen, tailern kann. Und warum wir das getan haben und was so unsere Erfahrungen sind daraus, das würde ich euch ganz gern jetzt so ein bisschen darstellen, so ein bisschen spiegeln, wie so der Enterprise-IT-Alltag aussieht dazu. Genau. Wer von euch kennt denn die Athos? Oh, immerhin, okay. Gut, ich würde euch mit einer einzigen Vertriebsfolie nerven, aber auch nur, damit ihr ungefähr versteht, aus welcher Richtung wir kommen und warum wir überhaupt losgelegt haben, das Ganze anzupassen und was so ist. Ja. Also die Athos ist im Prinzip so ein hundsgewöhnlicher IT-Butze, halt nur ein bisschen größer. Ja, also wir sind irgendwie französischstämmig, knapp 100.000 Leute, hier sind irgendwie noch ein bisschen weniger. Mittlerweile haben wir die 100.000 leicht geknackt an Mitarbeitern und machen im Prinzip alles, Managed Service, Beratung, eben dieses Outsourcing, Betrieb, alles Mögliche. Wir sind wahrscheinlich dem einen oder anderen möglicherweise bekannt, weil wir immer mal eingeblendet werden unter den Olympischen Spielen. Also wir machen die gesamte IT der Olympischen Spiele seit 25 Jahren mit allem, was dazugehört in allen Ländern, aber halt auch zig andere Dinge. Das heißt, was wir typischerweise vor der Nase haben, ist eher so Jungs oder Herren da auf der linken Seite. Und wir kommen dann so ein bisschen als bunter Papageienschwarm dort aufgetreten und versuchen ihnen zu erzählen, was jetzt hier mit Design Thinking los ist und hey, Failure is an option und fail fast und alles, was drumherum ist. Ja. Und das finden die teilweise semi-geschmeidig zunächst mal. Ja. Das heißt, wir haben uns eben in der Konzeption, hier ist ein Echo, und jetzt die Rückkopplung. Okay, 1, 2, 3. In der Konzeption für die Design Sprints eben genau die Fragen gestellt mit, wie ist das denn überhaupt mit den 5 Tagen rausziehen aus dem Geschäft? Funktioniert das? Haben uns in deren Lage reinversetzt, auch das diskutiert mit ein paar friendly Customers. Und das Ergebnis war eben, das kriegen die nicht hin. Ja, und wir haben heute noch zu kämpfen, nachdem wir irgendwie 10 ungefähr Design Sprints durchgeführt haben und alles drumherum seit Anfang letzten Jahres. Und haben es deshalb ein Stück abgewandelt, weil eben ein Großteil der Leute, die wir brauchen, typischerweise in diesem Hühnerlege-Batterie-Thematik drinsteckt. Das heißt, die können sich nicht wirklich 5 Tage am Stück rausziehen. Und insbesondere, wenn man sich die Abfolge überlegt, die der Benno eben ein Stück vorgestellt hat, also sich überlegen, Discover, Ideation, dann ich baue eine Lösung, ich baue einen Prototypen und ich teste den, das alles in den 5 Tagen und ich teste das irgendwo in der Google Garage oder wo auch immer, dann haben die ein Problem, denen zu erklären, dass nach dem investierten Zeit und Geld im Prinzip ein Prototyp bei rauskommt, der, ich sag's mal, so ein bisschen irgendwie zusammengelötete Strohhalme sind oder irgendwo ein Beamer, was in so ein abgeteiltes Cubicle reinprojiziert. Das funktioniert super, um was auszutesten, überzeugt nur typischerweise die Stakeholder nicht nachhaltig. Ja? Und die Stakeholder sind ja typischerweise nicht die, die auch in dem Design Sprint drin sitzen, denn das funktioniert nicht. Wir brauchen ja die Leute, die tatsächlich nah an den Prozessen dran sind, die wissen, worum es geht, die Ideen mitentwickeln, helfen und so weiter. Und die müssen dann Rede-Antwort stehen den anderen Leuten. Also haben wir das Ganze angepasst. Wir haben es eingebettet in ein Lean-Startup-Konstrukt. Wir nennen das Digital Incubator bei uns, als Offering, ja, klingt cool. Aber den Circle hat Benno eben schon mal ein bisschen erklärt. Und wir nutzen
die Design Sprints als Einstieg in eine intensivere Prototypen- und MVP-Entwicklungsphase, bei denen tatsächlich nachher auch was rauskommt, was ein Stück nachhaltig ist, anfassbar und wo man auch die Chance hat, weil es halt auch zeitlich gestreckt ist, die Chance hat, so Dinge wie ein Business Case, da eben wurde nachgefragt, zu entwickeln in der Zeit. Ja, weil das einfach was ist, was nachher gebraucht wird. Weil Ziel von der ganzen Sache ist ja, dass die Jungs nachher den Jungs da drüben erklären sollen und müssen, warum entweder irgendwas nicht geklappt hat oder Geld in die Hand genommen werden muss und wahrscheinlich im Enterprise-Umfeld gar nicht zu knapp Geld, um aus dem Prototypen, aus der Idee, aus möglicherweise ein Stück weit einem MVP, tatsächlich ein Produkt zu entwickeln. Und da können dann alles von einem Jahr, anderthalb, zwei Jahre, einer Million reingehen, was weiß ich, wenn ich im Versicherungsgewerbe versuche, ein neues Produkt zu entwickeln, was ich auch nach so einer Methodik machen kann, dann ist tatsächlich die Ausarbeitung das Geringste. Die Einführung, die Anpassung der Tarif und alles andere, ja, da gehen tatsächlich ungelogen Millionen rein. Ja. Und deshalb haben wir diesen Zyklus drangebaut an den Design Sprint und haben das Ganze ein Stück aufgeteilt. Ja. Das heißt, wir machen 3 Tage Design Sprint anstatt 5. Wie die 3 Tage aufgebaut sind, erzähle ich euch gleich noch ein bisschen. Wir haben daran angeschlossen tatsächlich eine Rapid Prototyping Phase, wo wir Prototypen ausarbeiten, und typischerweise handelt es sich in unserem Geschäft tatsächlich um irgendwas Visuelles. Also nicht immer ist die Antwort eine App, aber oftmals ist die Antwort ein Portal, weil das Thema Plattform, Netzwerkgedanke und so weiter, das sind Dinge, die momentane Digitalisierung, da ist unheimlich viel Musik drin. Ja, und dann bin ich ganz, ganz schnell im Portalumfeld. Ja. Das heißt, es ist ganz oft was ich irgendwo visualisieren kann. Und wir nutzen dafür, wer aus der Designumgebung kommt, die Standardtools, sowas wie Sketch und InVision, um die Prototypen zu bauen, die ein Stück weit interaktiv zu gestalten und sehr früh schon über URLs den Nutzern mitzugeben. Das heißt, die Leute, die in dem Design Sprint mitarbeiten und mit uns die Ideen ausarbeiten, die können dann ihren Entscheidern im Unternehmen und auch natürlich den Nutzern, mit denen das ausprobiert werden soll, direkt schon auf den Geräten zeigen, wie soll sowas aussehen nachher, klick dich mal hier durch und so weiter. Und je nachdem, wie die Nutzer gestrickt sind, teilweise sind die Prototypen bei uns so gut, dass man, dass die gar nicht so richtig merken, dass es gar nicht am lebenden Objekt ist. Ja? Weil es riecht schon so, es sieht so aus, es fühlt sich so an wie tatsächlich was Lebendes und ist da schon relativ nah dran. Und daran angeschlossen ist bei uns eine MVP-Entwicklung, typischerweise 2 Monate. Wir machen nichts, was länger ist als 3 Monate insgesamt als Projekt. Zumindest versuchen wir das und bis jetzt klappt das ganz gut. Zum einen, weil wir dann nach einer Weile den Spaß verlieren. Zum anderen, weil die Dinge dann so komplex werden, dass sie sich für das Konstrukt oftmals nicht mehr eignen. Ja, deshalb sagen wir, 3 Monate timeboxed nach dem Modell. Benno, du hast gesagt, da ist viel Flexibilität in dem Design Sprint. Wir fahren den tatsächlich nach einem sehr, sehr strikten Modell so ab und müssen den nur ganz leicht variieren in den 3 Tagen. Also das funktioniert erstaunlich gut, aber der Timer ist immer der Freund, der dabei ist. Am Ende dieser MVP-Entwicklung kommt idealerweise, typischerweise was raus, was tatsächlich schon ein Stück weit lauffähig ist. Es ist noch nicht ganz ein MVP. Nach der normalen Sprechweise würde ich sagen, MVP ist tatsächlich was, es ist ein Produkt, was einem Kunden tatsächlich schon Nutzwert liefert. Ja, es ist der Tretroller anstatt das Auto. Ja, es ist noch nicht ganz da, aber es funktioniert schon. Und hier ist natürlich tatsächlich viel Flexibilität drin. Je nachdem, was im Vorfeld ausgearbeitet wird, wie die Lösung aussieht, wird mit dem Kunden vereinbart, wie tief muss man reingehen. Aber auch da, Benno hat mir super den Weg bereitet. MVP, ich entwickle immer nur so viel und mit so einfachen Mitteln, dass ich validieren kann, was ich mir vorneweg im Design Sprint mit dem Kunden zusammen als Herausforderung gestellt habe. Also was ist die Business Challenge, was ist die Hypothese, was muss ich validieren? Und
so detailliert wird der MVP gebaut. Wenn es notwendig ist, irgendeine Integration in Backend-Systeme zu machen und das passt in die 3 Monate, machen wir das. Wenn es nicht notwendig ist, um die Hypothesen zu validieren, machen wir es nicht. Einfach, weil es nicht notwendig ist, weil es rausgeschmissenes Geld wäre. Weil vielleicht am Ende von den 3 Monaten herauskommt, dass die Idee einfach nochmal einen ganz anderen Spin braucht oder dass sie vielleicht ganz verworfen wird oder völlig anders aufgesetzt wird. Wie sieht jetzt der Design Sprint konkret aus, den wir bei uns durchziehen? Wie gesagt, es sind bei uns 3 Tage, die wir machen. Die 3 Tage, wer das Buch kennt, sind sehr, sehr nah an den ersten 3 Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch in dem Sprintbuch. Das heißt, am ersten Tag fangen wir an mit dem sogenannten Setting the Scene. Das heißt, sehr, sehr intensiv mit dem Kunden durchsprechen, was ist denn überhaupt das Problem? Warum denn? Warum denn? Und dadurch, dass wir, ich sage immer so despektierlich, da die Leute auf der rechten Seite sind, die da irgendwie im Poloshirt, im T-Shirt ankommen, wir haben halt typischerweise keine Fachkompetenz, wenn da ein Versicherungskunde vor uns sitzt oder jemand aus der Logistikbranche oder so. Natürlich haben wir aus unseren Beratungsmandaten schon einiges mitbekommen. Wir wissen im Wesentlichen, welche dummen Fragen wir stellen müssen, aber es sind immer noch dumme Fragen, die wir stellen. Ja. Und das hilft einem Kunden, der sehr in seiner Welt verhaftet ist, doch an der einen oder anderen Stelle nochmal irgendwo den Kopf aufgehen zu lassen und sagen, ja, stimmt überhaupt, warum machen wir das eigentlich so? Und warum ist denn das so? Ja, da habt ihr eigentlich recht. Ja. Eigentlich ziemlich doof, wie wir das bisher gemacht haben. Ja. Und das ist alles an dem ersten Tag. Wir erstellen eine Landkarte der Problemstellung, arbeiten uns da intensiv dran ab. Alles ohne IT, typischerweise. Wenn der Kunde mal um irgendwie ein Prozessdiagramm mal in den ersten 2 Stunden hochschmeißen muss an die Wand, um das einfach ein bisschen die Problemstellung zu darzustellen, dann macht er das, das ist okay. Aber ansonsten wird alles mit Klebezetteln, mit Whiteboard und Glaswänden gemacht. Also wir haben bei uns ein Innovation Lab im Square in Frankfurt, wo wir arbeiten am Flughafen, mit riesen Whiteboardwänden, 9 Meter Whiteboardwände, Glasflächen ohne Ende und alles zum Vollschreiben und kreativ sein. Und das typischerweise sieht super wüst aus nach den 3 Tagen. Also ist alles vollgemalt und vollgeklebt. Tag 2 geht es darum, Lösungen zu entwickeln gemeinsam. Lightning-Demos, hat der Benno gesagt. Wir lassen uns inspirieren. Wir machen auch Crazy 8, meine Lieblingsübung. Finde ich total geil, ist super gut. Was wir nicht machen zum Beispiel, ist Divide or Swarm typischerweise. Bei uns hat sich herausgestellt, dass es typischerweise Swarm ist. Das heißt, alle über eine Map und alle an einer Problemstellung abgearbeitet, wer das Buch gelesen hat. Tag 3 haben wir ein bisschen abgewandelt. Wir nennen es Converge. Da kommen die Ideen von Tag 2 zusammen. Es wird ein gemeinsames Lösungsbild draufgebracht, die Wireframes ein Stück reingebracht und vor allem wird da der Business Spin dran gebracht. Ja, das heißt, wir erstellen sogenannte Canvases, also Tapeten, Project Canvas, eben so Dinge wie, welche Stakeholder habe ich überhaupt im Unternehmen, die ich überzeugen muss? Wer sind denn meine Kunden? Welche Probleme habe ich noch, um jetzt ein MVP zu bauen und darüber hinaus und so weiter? Wir machen sowas wie Product Field. Wer das schon mal kennt, eine sehr, sehr interessante Methode, um ein Produkt zu entwickeln, Produkt im Zentrum und dann die ganzen Aspekte drumherum. Sehr, sehr spannende Sache. Und entwickeln im Prinzip eine Roadmap, um dem Kunden was Handfestes an die Hand zu geben, womit er schon nach den 3 Tagen zurückgehen kann in sein Unternehmen zu den Sponsoren, die gesagt haben, okay, wir geben euch das Geld und die Zeit für den Design Sprint, um zu sagen, das kommt bei raus. Ja, und das ist der Fahrplan für die nächsten 3 Monate. Ja, das ist es im Endeffekt schon. Und das haben wir seit Tag 1 nur leicht angepasst. Spulen das sind 24 Übungen, die wir machen, die wir natürlich ein Stück weit vorbereiten. Der intensivste Teil der Vorbereitung zu dem Design Sprint ist, mit dem Kunden diese Problemstellung nochmal ein Stück herauskitzeln, damit er ein bisschen präparierter bei uns reinkommt. Das ist typischerweise eine Telco. Teilweise treffen wir uns auch nochmal. Irgendwie Telco 2-3 Stunden, maximal, eher 2. Ja, mehr, länger lohnt sich nicht. Um das rauszukitzeln und dann kommt er mit dem im Gepäck. Ja, bei uns hat sich herausgestellt,
zwei, drei Leute von uns, maximal 6 Leute vom Kunden, möglichst unterschiedliche Leute. Ein IT-Mann dabei, ansonsten je nach Problemstellung unterschiedliche Experten mit dabei. Ja, und das war es im Endeffekt schon. Wir suchen Leute wie Bolle, hauptsächlich Entwickler. Also wenn ich schon mal hier bin, wer Bock hat, mal das Square von innen zu sehen und einen coolen Arbeitsplatz zu arbeiten, auch dafür dürft ihr mich gerne ansprechen. Ja, vielen Dank, Daniel. Ich komme mal mit dem Mikro hergeflitzt und nehme wieder eure Fragen entgegen. Da geht es schon direkt los hier. Ich fange mal da hinten an, ne? Ja, ich muss leider auf dem Thema rumreiten. Ich fand es sehr schön, was der Benno gesagt hat, dass man ein interdisziplinäres Team hat. Jetzt habe ich mir dein Foto des bunten Teams angeschaut. Ich sehe ungefähr das gleiche Alter. Ich sehe eine Hautfarbe, ich sehe ein Geschlecht. Das Einzige, was da bunt ist, ist die Kleidung. Und ich fürchte, wenn da jemand mit Schlips und Anzug dazwischen stehen würde, würde er sich nicht besonders wohlfühlen, was auch nicht bunt ist. Was tut ihr denn ganz konkret, um wirklich bunt zu werden? Also erstmal, sind das nicht wir? Das macht es nicht besser, das ist eine schlechte Fotowahl. Ist ein bisschen geklaut. Wir laden den Kunden immer ein, so bunt zu kommen, wie er mag. Und wir gehen auch immer sehr bunt rein. Wir haben auch ein Team, haben jetzt auch ein Mädel dabei, kommen mit unterschiedlichen Punkten rein. Aber Also die Frage war, was tut ihr dafür, dass das wirklich bunter wird? Sag noch mal ein bisschen was, ich verstehe die Frage nicht. Wie kriege ich da mehr Diversity rein? Also es gibt ja das Beispiel, ne? Die Gurte von Autos wurden jahrzehntelang für Männer entwickelt und Frauen haben sehr viel schwerere Unfälle damit erlebt. Ne? Das ist so ein klassisches Beispiel, warum ein Designteam ohne Frauen einfach doof ist. Das stimmt. Gibt da noch ein paar mehr? Ja. Also könnte man sich doch vorstellen, dass man wirklich viel dafür, ich meine, abgesehen davon, dass die Hälfte der Kunden vielleicht Frauen sind und ich muss jetzt nicht auf die Spielzeugindustrie zu sprechen kommen, die das noch nicht geschnallt hat. Ja. Aber gut, okay, hab die Frage verstanden. Also zunächst mal von der Aufteilung her hatte ich ja gesagt, unser Teil von diesem Design Sprint und was da läuft, ist der kleinste Teil. Der Großteil kommt vom Kunden und das wird tatsächlich sehr, sehr gemixt. Ja, wir werben immer dafür, und das funktioniert auch gut, dass wir ganz, ganz unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedlichen Hintergrund aus dem Unternehmen und Strukturen mit reinbringen. Ja, insofern ist der Mix, wie du gesagt hast, sehr, sehr wichtig. Und unser Teil ist der kleinste. Wir sind 2 Leute, maximal 3 manchmal, je nachdem, in dem Design Sprint, der Rest ist eben Kunde. Und nachher in der Ausarbeitung, das Team, was in diesem Design Sprint, das ist vielleicht noch ein ganz, ganz interessanter Aspekt auch für die anderen, das Team, was sich in dem Design Sprint formt mit dem Kunden in diesen ersten 3 Tagen, das formt sich so intensiv, dass das tatsächlich über die gesamten 3 Monate auch sehr intensiv trägt. Also selbst, wir haben eine ganze Reihe von Bankkunden aus Frankfurt, die es typischerweise nicht gewohnt sind, Schlips und Kragen abzulegen und auf das Sie zu verzichten. Bei uns funktioniert das dann in dem Setting relativ gut, weil es eben ein sehr geschützter Raum ist. Und das trägt auch wirklich über die Zeit. Und da entstehen teilweise sogar sehr intensive Freundschaften draus mit Kunden, Ansprechpartnern über Tage, was natürlich auch dem Relationship extrem hilft. Ne? Was wir meistens machen, ist, dass wir mit dem Kunden die Kundenstrukturen eigentlich relativ gut kennen und dann sagen können, wir hätten gerne die und die und die Funktion, Menschen mit den und den und den Eigenschaften. Dann haben wir, ich sag mal, eine Liste von 3 bis 10 Personen oder Typen und dann sprechen wir mit unserem Hauptansprechpartner ab, ob das die Leute sind, sowas in der Art. Exakt, sehr guter Punkt, genauso läuft es. Wir kennen halt nicht immer die Kundenstrukturen eines spezifischen Kunden sehr gut in der Situation. Wir haben aber natürlich die Erfahrung, dass wir wissen, welche Rollen brauchen wir idealerweise vertreten in dem Design Sprint. Das ist nach Thema immer ein Stück unterschiedlich, ja, je nachdem, was ich versuche da zu entwickeln und was für eine Branche das ist.
aber wir machen dann entsprechende Empfehlungen dem Kunden gegenüber, der fragt natürlich und sagt, Design Sprint habe ich noch nie gehört, wir müssen da mitbringen. Und das funktioniert ganz gut. Ja, hast du recht. Meine Frage schließt sich da gerade an. Die Leute vom Kunden, also die Kunden sind ja im Gegensatz zu unserer Branche meistens ziemlich hierarchisch organisiert. Also da gibt es ja nicht nur zwei Hierarchieebenen, sondern Dutzende. Und da stellt sich immer die Frage, auf welcher Ebene holt man die Leute ab und welche Vorteile hat man davon? Also geht man wirklich auf der Sachbearbeiterebene rein oder im mittleren Management oder hat man tatsächlich jemanden von ganz oben dabei? Mischt ihr da oder habt ihr so? Also da haben wir unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wir hatten einen Design Sprint für einen Bankkunden, für einen französischen Bankkunden durchgeführt. Der ging tatsächlich mal nicht über UI, sondern mehr um Geschäftsmodell an der Stelle. Und der war mit dem CIO und sein Mann. Und das ist beinahe in die Hose gegangen, muss man ganz ehrlich sagen. Zum einen, weil wir die Anzahl der Personen nicht ganz im Zaum halten konnten. Der hat ständig aus irgendwelchen Ecken noch Leute beigeschafft und gesagt, oh, das ist doch toll, wenn der auch noch mitmacht. Und der muss auch noch mitmachen. Und plötzlich waren es dann über 10 Leute, 11 Leute, die dann plötzlich mit dabei waren. Und das zu moderieren, ist super, super schwierig. Also idealerweise bleibt, wenn ihr das macht, unter 10 Leuten. Das ist einfacher zu hüten, als Sack Flö und zu moderieren. Ansonsten muss das Sponsorship für das ganze Thema kann gar nicht hoch genug aufgehängt sein für Digitalisierungsinitiativen und solche Dinge. Die Leute, die in dem Design Sprint tatsächlich teilnehmen, sollten relativ nah an dem Thema unten dran sein. Also das sind typischerweise nicht höher als mittleres Management, eher drunter. Ja. Natürlich mit dem entsprechenden Backing durch das Sponsorship intern. Ja. Dann funktioniert es ganz gut. Also du hast ja ein pickepackevolles Programm in den 3 Tagen. Zuerst mal die Frage, du hast ja gesagt, bei dir ist eigentlich so Durchführung und Vorbereitung, hält sich so ein bisschen die Waage vom Zeitaufwand. Würdest du das auch so sehen? Und die zweite Frage so ein bisschen, ihr habt ja auch so das Business Model Canvas als Tool so an Tag 3 ein bisschen untergebracht. Ihr habt da ja schon 2 Tage gearbeitet. Was macht ihr denn, wenn ihr am 3. Tag rausfindet, dass die Strategie für das, was ihr baut, eigentlich so unklar ist, dass ihr eigentlich noch kein Roadmap machen könnt? Weil ihr ja dann noch gar nicht wisst, was ihr bauen müsst. Ja. Jetzt habe ich die erste Frage schon wieder vergessen. Die zweite? Okay. Auf die erste Frage hatte ich eine bessere Antwort. Na gut, okay. Genau. Das kann vorkommen. Dann gucken wir uns so ein bisschen an mit dem Kollegen oder den 2 Kollegen und sind auch in den Pausen dann immer mal wüst am, wie machen wir das jetzt? Ja, wie bringen wir diese unterschiedlichen Ideen, die auch an Tag 2 generiert werden, mit Crazy Aid und alles, ja, da hängt der ganze Raum voll mit Ideen. Und dann ganz viel Klebepunkte und dann heißt es, oh, von der Idee ist das cool, von der Idee ist das cool und da, ja. Und dann muss der Solution-Architekt irgendwo, hat dann die Herausforderung, das irgendwo in etwas Kohärentes reinzubringen. Es kann passieren. Es ist bei uns zum Glück bis jetzt noch nicht in der Extremform passiert, dass wir an Tag 2 rausgelaufen sind oder am Morgen des Tag 3 eigentlich und keine Lösung hatten. Das passiert eigentlich nicht. Warum? Moderation. Ja. Also tatsächlich den Kunden zu disziplinieren, immer wieder daran zu erinnern an den Goal, von dem der Benno auch gesprochen hat, dieses Leitmotiv, diesen Leitsatz, das kann ein ziemlich wüstes Satzkonstrukt sein, aber es hilft wirklich, sich dran zu orientieren und an den MVP-Questions, also an den Fragestellungen, die man tatsächlich über die 3 Monate oder die Zeit eben validieren möchte. Immer wieder drauf gucken, durchlesen, was muss ich tun, welche Komponenten brauche ich, um genau das zu validieren und nicht mehr wirklich zu machen. Und das hat bis jetzt gut geklappt. Ist aber eine Herausforderung. Ich gebe dir recht, kann passieren. Ja. Bei den ersten Design Sprints haben wir auch noch mehr geschwitzt. Mittlerweile wissen wir, dass das war's. Das andere ging um Business Canvas, oder? Nee, ging um die... genau. Genau, das war eine interessante Frage, weil ich nämlich nicht zustimme.
Nein. weil wir eben festgestellt haben, es liegt aber vielleicht auch daran, weil wir es bis jetzt geschafft haben, unser Modell sehr stringent so durchzuführen, quasi gestempelt, mit wenig Variationsbedarf. Ja. Dass wir außerdem klären und vorbereiten mit dem Kunden nochmal seine Business Challenge und seine Themen ein Stück weit nochmal klarer zu fassen. Ja, ihm da nochmal Hilfestellung zu geben, ihm eine E-Mail zu schicken mit dem Vorschlag für die Rollen, die er da mitbringen soll, Logistik zu klären und so. Das ist aber mehr Kram, den man macht. Das ist nicht wirklich riesige Tage, weil das Programm steht. Ja. Die Moderatorenkarten sind da und andere Dinge. Dadurch, dass wir ein Lab haben, was wir immer nutzen können, ist auch die Raumvorbereitung, Moderatorenkoffer, andere Dinge, ja, da brauchst du dann nichts mehr rein zu verschwenden. Deshalb ist die Vorbereitung vielleicht ein Tag oder ja, insgesamt, wenn es hochkommt. Und dann wird das durchgezogen. Nachbereitung ist immer noch mal ein bisschen mehr, ja, dass es dann wieder weitergeht. Okay. Ich hätte noch mal eine andere Frage. Wir reden hier ja die ganze Zeit vom Kunden. Ich habe aber den Eindruck, dass es der Kunde eurer Beratung ist und weniger der Endkunde und Nutzer dessen, was ihr entwickelt. Okay. Ja. Jetzt würde mich mal eins interessieren, das alles kommt ja so aus dem Bereich Design Thinking, ja. Human-Centered Design, große Interaktion mit dem eigentlich ursprünglichen Kunden. Wie funktioniert das in eurem Design-Sprint in den 3 Tagen? Oder verschiebt ihr das dann tatsächlich hinten auf die Entwicklung des Minimal Viable Products, dass ihr dann mit dem Kunden erst mit dem, der es nachher benutzen soll, möchte ich sagen, ja, in den Dialog tretet, um zu sehen und zu validieren, liegt ihr mit euren Annahmen richtig? Ja, genau, also User-Centered Design mit dem Nutzer immer wieder rückkoppeln und den möglichst früh mit einbeziehen. Der Nutzer können und sind oftmals für unsere Lösung ja auch die internen Nutzer, die Prozessnutzer für irgendwelche Tools, Werkzeuge, Dinge, die einfach Prozesse beschleunigen, Sand aus dem Getriebe nehmen, Dinge ölen im Unternehmen. Ja, auch das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Ding. Digitalisierung heißt ja nicht nur, ich digitalisiere extern, sondern ich muss ja auch intern digitalisieren. Das kann ja nicht an meiner Unternehmensgrenze aufhören. Sonst denken meine externen Kunden, oh, ist ja alles cool und innen drin wird die Hauspost noch mit der Rohrbombe verschickt oder sowas. Ja. Insofern ist das durchaus von der Nutzergruppe auch so gewollt. Ansonsten sind in den Situationen, wo wir mit externen Nutzern zu tun haben, werden die im Zuge dieser 3 Monate sowohl, na, weniger in der Rapid-Prototyping-Phase tatsächlich, dort spielt sich sehr viel mit unserem Beratungskunden ab. Ja. Wenn es dessen Nutzer sind, wenn es dessen eigene Mitarbeiter als Nutzer sind, natürlich auch mit denen, weniger mit den externen. Das ist dann mehr in dieser MVP-Phase, wo dann was Tragfähiges da ist, was vielleicht sogar je nachdem auch schon eine Integration hat und gewisse Daten auch besser darstellen kann, andere Dinge, ja. Sofern es notwendig ist. Aber das wird dann mit dem Kunden ausgearbeitet und er muss dann natürlich ein Stück dafür sorgen, dass diese Nutzer als Test-User zur Verfügung stehen. Ich habe 2 Fragen, die zusammengehören. Inwiefern wendet ihr die Methode bei Athos an? Mhm. Und inwiefern hat, dass ihr die Methode anwendet bei euren Kunden, in der Zwischenzeit schon Konsequenzen bei der Arbeitsweise von Athos zur Konsequenz oder eben auch nicht? Hm. Interessant, ja. Wir wenden die Methode nicht so sehr bei Athos selbst an, um unser eigenes Produktportfolio zu verändern. Das ist etwas, was tatsächlich angedacht ist. Das wollen wir auch tun. Momentan ist es so, dass wir so viel zu tun haben mit Kundenanfragen, dass wir tatsächlich gar nicht dazu kommen und diese internen Anfragen und Themen immer ein Stück zurückgestellt werden. Würde sich aber auch dafür eignen. Wie hat es jetzt die Arbeitsweise von Athos geändert? Die Tatsache, dass wir dieses Innovation Lab haben, hat schon auch bei unseren Kunden für eine sehr starke Sichtbarkeit gesorgt und wird auch von anderen Teams sehr stark genutzt. Die sind natürlich ein bisschen neidisch, muss man ganz ehrlich sagen, weil wir hier mit dem Steak rumschwenken vor unseren Kollegen, die vielleicht nicht irgendwie die ganze Zeit in legeren Klamotten auf bunten Möbeln rumsitzen dürfen, sondern eben einfach ein Stück weit anders unterwegs sind, was auch okay ist. Aber
Sie bringen diese Ideen und dieses Design Thinking, User-Centered Design, in ihre eigene Arbeit auch wesentlich stärker ein. Also wir haben festgestellt, dass wenn die mal mit uns zusammen an so einem Thema gearbeitet haben als Kollegen, dass das tatsächlich Früchte trägt und die zumindest Teile dieser Methodik auch selbst anwenden. Funktioniert. Letzte Frage?